Es freut mich sehr, euch Lilafisch vorzustellen, die den Vortrag über maritime Robotik hält. Sie ist im CCC München aktiv. Ihr kennt sie von den letzten Kongressen, aber jetzt ist sie auf die Küste gegangen und erforscht jetzt die maritime Robotik. Und hoffentlich werden wir da mehr interessante Technologie sehen, wenn wir das nächste Camp mit wieder viel sehen haben. Dankeschön, Lilafisch. Hallo. Also in den letzten 2, 3 Jahren habe ich mich immer mehr für die maritime Robotik interessiert und als jemand, der sehr lange schon den Kongress besucht, habe ich mir hingesetzt und habe ich mich gefragt, warum habe ich diese ganzen tollen Talks über Roboter in Wasser verfasst und die hier gewesen sein muss. Und ich habe mir mal angeschaut, die letzten Kongresse gab es folgende Talks über fliegende Drohnen, aber nichts über nichts mehr. Und hier sind wir und reden über Gated Communities und die Ozeane sind Gated Communities. Wir reden über die Fabriken am Meeresboden und fragen uns, wie wir Öl und Gas und militärische Sachen am Boden machen können. Es gibt Biologen und Geologen, die das Meer erforschen, aber die meisten große Investment kommt eben von der Seite. Hier bin ich, um euch zu den Ozeanen zu rufen und weil es viel mehr gibt auf diesem Fabrikboden gibt als nur Maschinen. Das sind Spezies, die gefunden werden. Wir müssen mehr über den Weltraum, das wir über den Ozean gesehen finden. Wir haben weniger als 5% des Ozeans bisher kartografiert. Um diese Drachen auf dem Meeresboden zu finden, gibt es sehr viele interessante Herausforderungen. Ich habe versucht, ein Bild zu suchen von einem kaputten Meeresroboter, aber normalerweise geht sowas halt unter und dann findet man es nicht. Und hier ist ein Bild von jemandem, das war im Wasser und dann haben wir dann wieder zurückgeholt, weil die Wanddicke zu dünn war. Wir konnten immer ein Bild machen, aber die ganze Elektronik ist mit Salzwasser kaputt gegangen. Diese Motoren sind aber super, weil sie selbst nach Salzwasserspülung funktionieren. Es gibt sehr interessante Daten, die man finden kann. OpenSeaMap zum Beispiel, die Meere kartografieren, ist, alle Boote haben AIS, die dann wiederum rausschicken, wo sie sind. Und damit kann man, wenn man Flight Tracker machen mag, man kann halt auch mit AIS die Boote tracken. Und dann kann man diese Sachen filtern und rausfinden, schauen, welche Boote sind nur Fischboote, Fischerboote und man kann auch suchen, wo Schiffswracks sind und man kann auch irgendwie mal einfach tauchen und gucken, was im nächsten See versteckt ist. Und es wäre auch cool, Roboter zu haben, die zu monitoren, was eigentlich so in unsere Ozeane gekippt werde an Chemikalien, ohne dass wir uns selber unsere Gesundheit riskieren. So, ich wollte jetzt erstmal kategorisieren, welche Roboter es überhaupt gibt. Die einfachste Sache ist die Sensorboje. Man kann einfach Sensoren ins Meer stecken, über Satellit oder WLAN oder Funknetzwerk mit ihnen kommunizieren und dann sehen, wie sie da eben auf der Meeresoben der Fläche schwimmen und kommunizieren. An irgendeinem Punkt will man sie aber bewegen lassen. Und der Traveler, der Reisende, der Mitreisende ist so, dann will man irgendwie Energie aus der Sonne kriegen und die Batterie laden und dann will man da
So Segler interessiert das zum Beispiel, oder dieser hier benutzt Wellenenergie, weil es ist sicher nicht Spaß zum Draufsitzen, weil es sich die Wellenbewegung explizit ausnutzt, um sich zu bewegen. Und ja, es ist be bewegt sich halt auch unter Wasser, und dann will man, ja, dann will man noch mehr Daten kriegen. Und dann geht man in die Unterwasserflugzeugsektion. Die haben Flügel, und sie nutzen das zu fliegen. Also Flugzeuge nutzen diese Flügel zum Fliegen, und diese kleinen Flügel auf den Unterwasser-U-Booten, die müssen halt ja, in der Größe verschieden sein, und dann wie in Flugzeugen hört es, wenn ein Flugzeug mitten in der Luft stoppt, dann hat man ein Problem, und wenn man dann unter Wasser stoppt, hat man auch ein Problem. Solange es schwimmt, wird es nach oben fliegen, und diese Dinger werden ja, also diese Dinger sind zwar ganz nützlich, weil sie sehr wenig Energie benutzen, aber man kann halt nicht in der Mitte des Meeres rumhängen. Und man hat sowas, das benutzt einen Propeller, um sich fortzubewegen, und man kommt. Man kann halt. Ja, man kann halt nicht einfach so stoppen. Das heißt, man kann nicht so weit sehen, und dann muss man halt stoppen. Diese Tauchbox hat sehr viel Sensoren und Aktoren, kann in jeder Richtung sich bewegen, und ist aber nicht so energieeffektiv und effizient, und kann deswegen nur so ein paar Stunden am Stück. Und die kommen in verschiedenen Größen und haben so ein Kabel, und das kann man ein bisschen länger ja, benutzen. Und man kann Menschen oben im Überwasser haben, der dann das kontrolliert. Und wir haben dann die Wildcats. Die anderen, und die sind halt irgendwie inspiriert von Tieren, und naja, und die obere ist hier zum Beispiel interessant. Sie ist halt geschaffen, um Ölflecken zu finden, zu sammeln, und ja, und dann kann man da das benutzen, um eben so ein langes Netz hinter sich herzuschleppen. Was man jetzt dran denken muss, ist ein paar Sachen, wenn man einen Roboter baut. Also Auftrieb, man muss sich das relative Gewicht zum Gewass fragen. Wenn es leichter ist als das Wasser ist, relativ, dann wird es dann nach oben kommen. Wenn es Auftrieb negativ ist, muss man kommt es nach unten. Das ist gut, wenn man in die Tiefen kommen will, dann braucht man keine Energie nach runter zu kommen, aber man kommt halt nicht so richtig. Man muss dann irgendwie in der Lage sein, Gewichte auch wieder ausscheiden zu können. Und man muss halt daran denken, dass wenn man das manipulieren kann, dass es mal schwerer und mal leichter ist, dann hat man eine gravitationsfreie Fliegt. So, und also meine generelle Regel beim Design von Robotern ist, dass ich das Gewicht vergleiche mit Wasserflaschen. Das nächste Problem ist, dass du Druck hast, der alle 10 Meter stärker wird. Und da wird es schwierig, bei mehr als 15 Metern Tiefe. Ein großer Faktor hier dran ist die Größe des Roboters. Und hat dann damit auch zu tun, wie dick die Wände des Roboters sein müssen. Um dir eine ungefähre Vorstellung zu geben, die Mythbusters haben eine sehr interessante Folge, wo sie Ping-Pong-Bälle getestet haben. Biologen tun gerne Styrofoam-Tassen in ihre Testbehälter. Unsere Meere sind durchschnittlich 4 Kilometer tief, und der tiefste Punkt der Welt ist 11 Kilometer tief. Ja. Im schlimmsten Fall implodiert unser Roboter, und alles, was vorher Luft war, ist plötzlich Wasser.
Und das Ganze ist plötzlich ganz schwer und vielleicht nicht mal irgendwie angebunden. Das heißt, es wird nicht mehr zurückkommen. Das heißt, auch ein Roboter, was 10.000 Meter tief gut tauchen konnte, ist einmal nicht wiedergekommen, was wohl daran lag, dass es implodiert ist. Vielleicht erinnern einige von euch den Vortrag über Iridium. Und während die Kommunikationsmethoden unter Wasser haben ein großes Problem. Die normalen Wellen gehen nur sehr kurz, nur ein paar Meter. Es gibt keine Chance, diese zu benutzen. Also, das Meer ist blau, also gucken wir uns mal die Wellenlänge des Lichtes an. Wir können Laser benutzen, aber das Seewasser ist halt nicht so klar und durchsichtig. Deswegen UV ist UV am besten benutzen. Und deswegen funktionieren am Hallo akustische Wellen und das ist einfach, das ist meine Hand, ich halte sie ins Wasser und dann hat man Sonar und der Sonar erkennt meine Hand. Das Problem ist, dass die Geschwindigkeit von Schall im Wasser ist nicht so das gleiche wie im wie das Licht. Wenn wir 700 Meter weit gucken wollen im Wasser, müssen wir eine Sekunde warten. Und auf die gleiche Art und Weise, wenn wir genau, es ist auch nicht mehr so. Also der Winkel ist auch entsprechend breit. Das heißt, ab einer bestimmten Entfernung, 100 Meter, ist das, die Auflösung schon sehr, sehr schlecht. So, die 100% sind auf 5 Kilometer aufgelöst. 10% des Meeresbodens sind auf 100 Meter aufgelöst und 0,05% ist auf 1 bis 2 Meter aufgelöst. Der Rest kommt, die 100% kommen aus Satelliten und der Rest dann Flugzeugen oder wir haben halt eben ganz wenige U-Boote, die halt irgendwie den Boden kartografiert haben. Wir können den Sound nicht nur benutzen, um zu orientieren. Der Sound, das Klang ist auch sonst interessant, weil wenn wir einfach nur zuhören, gibt es ein paar Sachen, die wir zuhören. Wenn die Frequenz sich verringert, können wir es halt weiter hören und wir können wir können erstmal Robotern und Tieren zuhören und wir können halt eben Sachen, Veränderungen in der Umwelt über den Ton festkriegen und es gibt Sachen, die wir nicht so sehr hören sollen und die sehr angeguckt werden und dann vielleicht bewegt werden und und das Problem ist, dass wir ganz viele von bestimmten Mikrofonen eben Sachen raus editiert werden, weil wir sie nicht hören sollen. Und wir haben halt Zugriff auf manche Sachen. Ich habe ein paar Beispiele, 3 Stück. So this is what a whale sounds like. Das ist, was wie ein Wal klingt. Zehnfach beschleunigt. So klingt ein Wal. Then this is more of a not so animal-like. Das ist nicht so tierisch. So you might recognize. Das erkennt ihr vielleicht den Sounds von bremsenden Sachen. Das sind größere Sachen, die sich im Ozean bewegen. Das sind in dem Fall Eisberge. Man kann auch Eisberge hören, die sie kalben. Und das ist menschliche Aktivität. Das sind sehr, sehr,
what's going on underneath, finding oil and other things. Okay, das sind Unterwasseraktivitäten, um Öl zu finden, menschliche Aktivitäten auf jeden Fall. Ja, in meiner Beschreibung habe ich geschrieben, es ist nicht so schwierig und teuer, und ich möchte euch erzählen, wie, also das ist halt, kommerzielle Sonare sind sauteuer, und ich möchte jetzt ein bisschen erzählen, wie man das einfacher machen kann. Wir müssen jetzt kein 60 oder sonst was Tonnen Gefährt mit uns rumschlafen, wir haben Hochenergiebatterien jetzt, und ich habe eine hier und habe ein Telefon hier, und das als Computer zu benutzen. Wir können nur eine Batterie und ein kleines Telefon, und dann sind sehr kreativ benutzt worden von Studenten, sind sehr gut, um Wasser aufzusaugen, das verschüttet worden ist. And this makes a quite good waterproof container. Das ist ein ganz guter wasserdichter Container für die Elektronik von dem Roboter und den Batterien, was ich euch zeigen wollte. Und ja. And another couple of interesting und ein paar andere Sachen, die ich euch erzählen wollte, sind von Leuten, die anfangen, die Roboter bauen. Trinkflaschen funktionieren ganz gut für kleinere Tiefen. Spritzen sind gut, um Gewichte zu verändern. Und dann auf der Sensorenseite, es ist ein bisschen schwieriger. Es gibt Fischfinder, die Leute auf Booten benutzen. Sie sollten für Sonardetektionen auch möglich sein. Und Hydrofone, also Mikrofone für Unterwassersounds, aber die müssen sehr stark noch verändert werden, um sehr benutzbar zu sein. Die müssen reversed werden, und dann müssen noch Sachen, Verstärker, Schaltkreise und so weiter benutzt werden. Und das ist ziemlich einfach, kann man mit benutzen und kann man spielen mit. Und so hoffe ich, dass es ist, wie wir schneller und einfache, kleinere Gefährte bauen können, die eben mit denen wir mit denen ihr da was bauen könnt. Es sind die Communities, ROVs sind diese Box Typen Gefährte, und die können halt es gibt auch ein paar Wettbewerbe, meistens von Studenten, und die veröffentlichen ihre Papers, und da könnt ihr einfache Lösungen finden, und die sind effektiv, und mit denen die Studenten kreativ ausgehen. Es sind zwei einfache Challenges. Das ist der Microsunset Challenge, wo man den Ozean auf einem 2 Meter langen Boot überqueren soll. Und die Sachen, die in England beginnen, schaffen es noch nicht mal über die Zielgrenze. So, das ist die Frage. Es ist halt sehr, sehr, sehr schwierig, ein Segelboot, das autonom fliegen kann. Und das Shell Ocean X-Prize da geht es darum, den sehr großen Bereich des Ozeans zu kartografieren in sehr kurzer Zeit. Und bevor ich euch da jetzt rausschicke, passt ein bisschen auf, ein paar Sachen, um verantwortungsvoll damit umzugehen. Ich weiß nicht, was die legalen Regeln sind, um Sachen ins Meer zu tun. Ein ROV ist aufgetaucht in einem Naturschutzgebiet, und es was passiert ist, und es ist halt nicht so ganz klar, wer dafür daran schuld ist und wer die Korallenriffe verantwortlich ist, die Korallenriffe kaputt gemacht haben, aber das ist halt eben
Bitte macht keinen Müll und denkt darüber nach, wie ihr das zurückkriegt und denkt darüber nach, was ihr macht, bevor ihr da autonome Gefährte baut, die ins Meer tut. Und ich benutze sie meistens im Labor, aber wenn ich darüber nachdenke, das ins Meer zu tun, dann denke ich da schon drüber nach. Dann ist die Frage, wenn man einen von einem See in anderen tut, wenn man von verschiedenen Umgebungen in andere wechselt, dann sollte man aufpassen, dass man keine Lebewesen mitnimmt und dann und denkt darüber nach, wie er die entsprechend reinigt und dann passt auf, dass Salzwasser eben deutlich leitfähiger ist, weil ihr und denkt daran, dass ihr dass eure Körperleitfähigkeit auch sich verringert und dass es eben mit Strom sich entsprechend verhält. Entschuldigung, das war sehr schnell. Wieso könnt ihr mich kontaktieren, wenn ihr selber Hydrofone bauen wollt, wenn ihr Roboter bauen wollt? Lass uns reden, lass uns darüber diskutieren, lass uns über Twitter und sonst was, über Events und Competitions reden, also für Wettbewerbe. Und jetzt habe ich noch ein bisschen, also so könnt ihr mich kontaktieren und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Thank you, Legal Approach. That was really interesting. Thank you. We have a Signal Angel who hopefully has some questions, and we also have microphones here in the room. So if you want to know some more, come here to microphone 1 until 6 over there in the edge. And we have the first question, please, from the Signal Angel. TopSec Marx is asking, why not filling the robot with oil to prevent the crash? Wieso nicht den Roboter mit Öl füllen, um das die Implosion zu verhindern? Ja, Batterien sind zum Beispiel mit Öl gefüllt, aber ihr wollt ja vielleicht auch Sachen ändern oder ersetzen. Eine andere Möglichkeit ist, die ganze Elektronik in Wachs einzubetten, was sehr viel weniger nervig ist. Do you have other questions? Andere Fragen? No. Internet? Nein. So probably people will come directly to you to talk about that. Also email. Anybody in the room who wants to have their voice heard? Noch irgendwer, wer seine Stimme gehört haben will? Microphone 4, please. Hello. Have you considered the? Habt ihr die Möglichkeit betrachtet? Bluetooth-Sonare zu benutzen, welche es fürs Angeln gibt. Ich habe gelesen, dass es Sonare gibt, die man mit dem Telefon verbinden kann. Ja, dazu gibt es auch im ROV-Forum Diskussionen. Ich bin zurzeit in einer billigeren Möglichkeiten interessiert. Geräte, die man in der Hand hält, die man für weniger 100 bekommt, bekommt man für 100, aber die richtigen kosten halt mehr. Das Hydrophone, was ich hier verbunden habe, ist so 100 Euro. Also entweder man bekommt was sehr billiges, wo man aber halt dann noch Arbeit reinstecken muss, oder teurer, aber dann ist es einfach zu benutzen. Sie haben den großen Druck angemerkt. Wie testet ihr das? Werft ihr es einfach ins Meer oder gibt es eine Möglichkeit, das halbwegs billig an Land zu simulieren? Also der typische Test ist einfach, es in einen Pool reinzutun. Es gibt Orte für Taucher. Wenn man Glück hat, kann man die benutzen. Das nächste Level ist eine selbstgebaute Autoclave. Aber das kann man. Normalerweise hat man da natürlich nichts Zugriff zu und dann gibt es
auch an richtigen Instituten noch mehr professionelle Möglichkeiten. Thank you. And microphone one, please. So this environment seems somewhat familiar in salt also, mines. Also, die Umgebung scheint ähnlich zu Salzminen. Do you know of anyone interested in exploring the? Wisst ihr, ob irgendwer interessiert ist in Salzminen Teiche zu erkunden? Ich bin bin da noch nicht drüber gekommen, aber ich bin auch noch relativ neu zu dem Gebiet. Könntest du dem Open RFV Forum gehen? Also, es scheint, als ob es eine interessante Sache wäre. Thank you. How do you navigate underwater, since you probably can't use GPS? Wie navigiert man unter Wasser, da man da ja wohl nicht GPS benutzen kann? Größtenteils versucht man sich einfach zu merken, was man vorher gemacht hat. Also man kann mit dem Sonar vielleicht große Landmassen oder so zu erkennen. Man merkt sich einfach jeden Schritt und hofft, dass man nicht in irgendwelche Wasserströme kommt. Was man noch machen kann, ist, bei größeren Experimenten ist ein Boot an der Oberfläche zu haben, was es mit dem Gerät spricht, wenn es die Zieltiefe erreicht hat. Und dann kann man da sich ein bisschen rumbewegen und das als Nullposition festlegen. Das sind so die Hauptsachen, die ich benutzt habe. Thanks, Lila Fish. Everybody else can come to you afterwards or tomorrow. Thank you. Ihr habt die Übersetzung des Vortrags.